Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Weiter geht's heute mit unserer Karriere, mit dem Auftakt in die vierte Saison. Ja, Schwellerup soll Schwellerup ersetzen, genau. Ja, herzlich willkommen zurück in die vierte Saison, die vierte Saison. In der letzten Folge haben wir den Supercup gegen die Bayern gewonnen. Jetzt wollen wir natürlich einen guten Auftakt in die Bundesliga machen, mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Gucken wir aber gerade mal kurz. Was haben wir denn? 3 Millionen haben wir gekriegt. Spieler gesperrt, ist klar. Was haben wir denn noch für ein Spielings? Wird Rote wahrscheinlich eine Alternative werden. So, Perry möchte erstmal wieder sagen, hey, ich kann das doch. Aber jetzt erstmal den Auftakt, wie gesagt, in die Fußball-Bundesliga. Wen haben wir überhaupt als Aufsteiger so nebenbei gerade? Wer hat es denn überhaupt damals, geschafft? Kiel? Ja gut, das habe ich schon mal so mitgeschnitten, als ich A verpflichtet habe für die Bundesliga, weil ich habe ausschließlich die Bundesliga gesucht. Und Düsseldorf. Düsseldorf hat es erwischt. Okay. Gut, ja, machen wir mal rein. Gehen wir rein ins Match, oder? Oder in die Richtung, so langsam. Heimspiel Wolfsburg. Auswärts gegen Köln. Die ersten Spiele in der Bundesliga. Ich weiß gar nicht, wie die Champions League gucken. Was heißt. Ja, wir spielen in Bayreuth tatsächlich in der Champions League. Ja, ein Spiel nicht verfügbarer Spieler. Gucken wir gerade. So, Pressekonferenz, gehen wir rein. Erstmal. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Natürlich. Konstanz ist entscheidend. Er wird sie nutzen. Er hat in Bayern schon mal ein Liedchen gespielt. Eigentlich wollte ich mal Kuku leihen. Aber der hat dann gesagt, nö, ist nicht. Ah, kriegt er schon noch. Er wird den Pokal auf jeden Fall spielen. Und das war es für diese Pressekonferenz. Ich danke Ihnen allen. So, kriege ich Fragezeichen, kriege ich Moukoko vielleicht sogar noch geliehen? Für die Spieler suchen. Bis was ein anderer tut. Moukoko. Ich will jetzt zumindest mal 2 Jahre leiden erst. Und da kriegen wir noch vielleicht vor dem Wolfsburg-Spiel. Leihevorschlag. Er wird jetzt erstmal nur 2 Jahre ausgeliehen. Das ist erstmal der Gedanke dahinter. Leihdauer 2 Jahre. Okay. 40. Dann müssen wir nicht zu 100% und werden das Ding wahrscheinlich unter Dach und Fach kriegen. Und vielleicht kriegt man für ein Jahr. Zumindest nach der Saison falls verpflichtet. So. Ist aber jetzt nicht das Thema. Wir wollen das Spiel gegen die Bayern Wolfsburg sehen. So, Stafelidis muss leider ersetzt werden. Rote wird definitiv von Beginn an dafür reinrutschen. Das ist ja schon mal soweit klar. Und es wird. Wer kann man denn dafür reinsetzen in die Position? Wer kann es denn dafür richten? Stafelidis raus. Klefisch. Ja, was anderes bringt jetzt erstmal nicht. Ich bringe jetzt mal Klefisch rein. Gehen wir rein ins Match. So, geht's gleich weiter. So. Auf geht's.
Heute haben wir eine Begegnung für Sie im Angebot, die wohl kaum interessanter, die wohl kaum reizvoller sein könnte. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Und wir übertragen Ihnen heute ein Spiel vom ersten Spieltag der Bundesliga. Das dürfte eine richtig gute Partie werden. Jetzt geht's hier also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1. Beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Und auch die Fans erwarten diese Punktspiele. Es kribbelt, keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Vor allem im neuen Stadion, ne? Ich glaube, 55.000 passen mittlerweile. 53.000 passen mittlerweile in unser schmuckes Stadion hier. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Leider Einwechselrote für Stoffelin und sonst gleich als wie gegen Bayern. 4-2 mit Raute und damit haben sie natürlich große Möglichkeiten, durchs Zentrum zu kommen, aber eben auch die Flügelspieler einzusetzen. Ja, Kliffisch auf der Bank. Für Rote, wenn der an der Stelle steht. Jetzt haben wir den, wie gesagt, den Auftrag gegen den VfB Wolfsburg. Wir wollen 3 Punkte. Letzte Saison gab es dieses 0-0 gegen Borussia Dortmund am ersten Spieltag. Gab es dann auch den Sieg in Gladbach. Dieses extreme Pressing, was sie immer wieder spielen, geht natürlich ganz schön an die Körner, ne Buschi? Ja, das können wir wahrscheinlich auch heute wieder beobachten. Aber sie haben die Physis, um das durchzuhalten. Das machen sie immer sehr, sehr gut. Genau, so ist es. So, auf geht's ins Match gegen den VfL Wolfsburg. Vierte Saison, erster Spieltag, zumindest was die Bundesliga betrifft. Ja. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Scheint auch ein bisschen zu fix. Wenn er gewechselt wäre, dann hätte ich Lemper dann noch gehabt. Also wäre wahrscheinlich möglich gewesen. Letztlich gibt es also den Freistoß dort noch. Da hatte sie zuerst auf Vorteil entschieden. Erstmal abgeblockt. Und schimmert. Ja, es hat sich wohl ein bisschen besser sortiert zu haben. Da hinten die Verteidiger im Start. Noch Perry. Der Angriff könnte was werden. Gefährlich, immer noch. Pfosten, erste Riesenchance Bayreuth. Aber er kann erstmal durchatmen. Da haben sie eigentlich alles richtig gemacht und dann ist doch das Gestänge im Weg in dieser Situation. Kein Tor, keine Führung. Kostic. Es gab im Vorfeld dieses Spiels Diskussionen um ihn. Denn er spielt heute. So, und jetzt hat sich alle, war das eine Notbremse. Alle schauen gespannt auf ich die glaube, es wird so passieren. Ganz klare Entscheidung, er war letzter Mann. Raul Albiol, der zweite Platzverweis. Hintereinander weg. Der ganz, ganz wichtige Albiol. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Scheiße. Torhüter ist da, aber war auch ein dankbarer Ball. Ja, mal gucken, was passiert jetzt in der zweiten Halbzeit. Dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Die Frage ist, wie weit kippt diese Partie vielleicht jetzt? Vorteil, die Wölfe bleiben am Ball. Jetzt könnte Gelb geben noch hinterher. Und Adeyemi. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Die Parade kommt, halt so, Adeyemi. Ball ist drin, der erste Versuch wird doch gut. Scheiße. Gehalten, aber dann gibt's nichts mehr zu halten. Das ist dann zu stark. Nachschuss, Tor.
Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade. Ich hätte. Kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Die nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Ich sah schon, ich habe es so gerade gesagt gehabt, es sah gut aus, man hat eigentlich alles im Griff da hinten drin. Mit Schönmann hat man einen super Verteidiger geholt. Sehr gutes Tackling. Dann fliegt Albiol mit glattrot vom Platz. In der Partie von Holstein Kiel gab es auch gute Gewinne. Ich gucke gerade eben gerade kurz, dass Aubameyang vielleicht sogar noch trifft. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verscheckt. Da ist die Riesenchance auf das Ausgleichstor. Also Pfosten haben wir getroffen und jetzt der knappe Ball vorbei. Also die zweite große Chance für den Meister. Matthias Swanberg. Entschuldigung, dass wir diese kurze Info zum Parallelspiel abbrechen mussten. Holstein, er ist frei, da kann was draus werden. Ah, der Jimmy. Und damit verhindert er den Doppelpack, zumindest vorerst. Die Kopfballstarken sind mit vorne, gleich kommt die Ecke. Konter kommt. Egloff. Sie können über den Flügel kommen. Bleibt aber einer dran. Wem bleibt dran an ihm? Da ist die Hereingabe. Ja, schade. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Matthias Swanberg. Super Tackling. Geht er rein? Nee, was für eine Chance. Schöner, platzierter Ball, aber nicht platziert genug. Nächste dicke Chance hier. Der hüpft auch vorbei. Also Wolfsburg hat gerade extrem viel Glück, dass sie hier. Sie müssen eigentlich das 0-1, das 1-1 kriegen. Benassa. Wimmer. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Oskar. Schuss! Geht knapp daneben. Das wird dem einen Mann mehr. Eben. Keine gute Aktion. Er geht dazwischen. Ecke jetzt. Vielleicht können Sie die Führung ausbauen. Die Ecke ist geschenkt. Das ist unnötig. So, Ecke kommt. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. Scheiße. Scheiße. Trotzdem ist ein Mann weniger. Wir machen weiter mit der. Sind wir drin in der Partie? Man hat die dicken. Mit einem Tor vorne. Dicken Chancen. Da muss er hin und holt Fischer. Den Ball. Der Ex-Wolf. Aubameyang. Ah, viel Glück dabei. Daher. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Nein. Die Aktion, wie ich finde, war ein gefährlicher Angriff. Für was? Jetzt reicht eine Ermahnung nicht mehr aus. Die Schiedsrichterin gibt gelb. Und spätestens jetzt müssen es doch alle verstanden haben. Sie müssten doch wissen, wie heute gepfiffen wird. Zurückhaltung wäre angesagt. Ah, da kommt nicht hin. Das war natürlich kein guter Pass. Ihr sollte eigentlich ganz anders kommen. Sein nächster Karriereschritt ist jetzt auch klar, denn er wechselt zu Newcastle United. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Und dann der Konter über... Auf außen ist jetzt Platz. Er macht zu. Die nächste gefährliche Aktion. Der Ball gewinnt. Und jetzt ist das halt alt und es ist sowas von ihm verdient. Nur noch zu 10 sind sie, aber das ist ihnen egal. Ausgleich, da ist das Tor, sie sind wieder da. Wolfsburg bietet es an. Eigentlich alles sicher, der Rückpass auf Keeper. Nur Boa, Egloff, 1-1. Und damit alles auf Anfang, es steht 1-1. Halbzeit.
Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Tausch schon gegen die Münchner. Sieht vielversprechend aus. Da ist die Chance. Abseits. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. Meiner Meinung nach keine knappe Nummer, sondern einfach verdientes, richtiges Abseits. Sie verlieren hier den Ball. Matthias Swanberg. Je. Setzt die Klasse durch. So, jetzt würde ich wechseln. Ich muss ja was machen. Ich werde jetzt Ulrich vom Platz nehmen. Also Aubameyang jetzt mal vom Platz nehmen. Dafür den Verteidiger reinwerfen. Klar, Piri. Um das hinten ein bisschen zuzumachen. Und den zweiten runternehmen vom Platz. Oh, das war keine Absicht. RMB raus. Dafür Moriba auf die Nummer, auf die 6. Um halt ein bisschen. Nicht Bären, den hält er. Und jetzt der Wechsel. Aubameyang geht. Ja, heute nicht allzu viel. Aber Taktik. Das ist ein taktischer Wechsel. Philipp Kostic. Ballverlust. Schellerup. Und direkt die nächste Ecke. Sie spielen kurz. Schussversuch. Nächste Ecke. Schuss erstmal ab. Der Ball kommt rein. Oh, ist Bockhardt. Muss der auch hin. Bockhardt hat das Ding. Gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Da wäre Platz für den Konter. Klasse Pass. Schnell darauf. Das wäre es gewesen. Die Szene noch mal. Ist natürlich ärgerlich, dass der Treffer nicht zählt. Ja, das ist aber richtig. Alles klar. Zu sehen, richtige Entscheidung. Jetzt kommt der Wechsel. Ist schon. War okay. Wie auch immer. Wolfsburg ist bei den Ballbesitzzahlen aktuell das dominierende Team in dieser Partie. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, dann werden sie irgendwann ihre Chancen auch nutzen und dann sehen wir hier gleich den Führungstreffer. Auch jetzt sind sie wieder im Angriff. Sieht durchaus vielversprechend aus. So, nächster Angriff über Schelderup. Da haben sie zu viel. Der darf jetzt nicht den Pass setzen. Jetzt schießt er. Kastel jetzt verhindert. Der verhindert irgendwo die vierte Führung für Bayreuth. Die Ecke kommt. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Aus dem Angriff wird also nichts. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Ballverlust. Bayreuth. Bisher ist hier noch nichts entschieden. Und jetzt vielleicht der Konter durch Hugo Novoa. Das Ding am Ende nicht gewinnen. Wird gefährlich. Das war knapp. Da darf die, darf auch mal reinfallen, da hinten. Der darf auch mal da hinten, darf ihn durchaus reinfallen. Darf auf deinen neuen. Also wenn das Ding muss passieren. Sie nehmen eine Auswechslung vor. So, jetzt wechseln wir durch. Natürlich müssten ja jetzt kommen jetzt einige noch mal. Vielleicht doch noch irgendwie den Lucky Punch. Es gibt ein Tor im Spiel an der alten Försterei. Im Studio jetzt die Infos. Er kann es machen. Castell und ab. Diesen Ball. Da kommt die Flanke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Wie lag's Moriba? Vielleicht die Führung jetzt. Das war knapp. Man will es nicht. Man soll, darf nicht, man will nicht, man kann nicht.
Ja, das Spiel lässt es nicht zu. 1:1. Die Fans sind unzufrieden. Und vor allem mit diesem Platzverweis, klar. Ohne den hätte es vielleicht anders oder wahrscheinlich anders ausgesehen. Aber ich finde, das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Eine enge Entscheidung, sicher, aber die richtige. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. In so einem engen Spiel brauchst du einfach Leute, die Verantwortung übernehmen. Und so war es heute. Hat hier den wichtigen Ausgleich gemacht. Ich glaube, ohne dieses Tor wäre diese Partie anders verlaufen. Ach Mann, ärgerlich. Der Ball gewinnt. Ah, ist das ärgerlich. Also das Ding jetzt natürlich von der Statistik her, ja gut, okay. Also Wolfsburg war irgendwo doch, hatte Phasen, beide Phasen. Aber okay, ist egal, 1-1, wieder nur ein Auftakt, wie auch schon in der letzten Saison. Da gab es das 0-0 gegen Dortmund, jetzt gibt es das 1-1 gegen Dings, jetzt geht es gegen Wolfsburg. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Duell gegen Köln, also morgen um 14 Uhr, wenn der Bock drauf hat. Wir sehen uns dann wieder. We'll be right back.